Ja, guten Morgen zusammen. Ich wollte euch auf den letzten Stand der Dinge bringen, was Erftstadt angeht, Bliesheim. Ich habe gerade mit Tibor gesprochen, er hat mich angerufen. Es läuft alles, es ist guter Dinge. Mit der Stadt die Kommunikation ist wohl hervorragend und alle sind froh, wenn es jetzt vorwärts geht und wenn es auch abgeschlossen ist. Es gibt ganz gute Infos noch, die ich jetzt noch nicht nennen möchte. Das kann der Tibor selber machen, was die Zukunft angeht für nächstes Jahr. Vielleicht mache ich da auch mit bei dem, was der Tibor angesprochen hat. Aber das nur so am Rande, eine kleine Überraschung. Ich weiß nicht, ob ich es mich traue, aber wir schauen einfach. Es läuft auf jeden Fall, es kommt gleich noch eine Wunschliste raus. Es werden noch Maschinen benötigt fürs Wochenende. Tibor macht die fertig. Ich muss sagen, die Kommunikation ist hervorragend. Wir ticken alle gleich. Wir hatten in der Katastrophe ja kurz Kontakt, haben dann uns Maschinen irgendwie hin und her geschickt, also von Leuten, die helfen wollten. Die wurden dann entweder nach Erftstadt geschickt oder Erftstadt hat nachher wieder Maschinen, also Unternehmer mit ihren Maschinen ins Ahrtal geschickt zum Helfen. Das war eine ganz unbewusste, perfekte Kommunikation. Und wenn man sich dann jetzt mal wirklich kennenlernt und Auge in Auge sieht, einfach super. Also ich muss echt sagen, es sind so viele Helfer in allen möglichen Krisengebieten, die so Erstaunliches geleistet haben und mir liegt es wirklich am Herzen, die Leute auch mal zu zeigen. Deshalb habe ich auch mit einer Helferin Kontakt aufgenommen nochmal und vielleicht kommt da auch was Interessantes. Ich möchte es einfach festhalten und tiefen Respekt an alle, die hier zuschauen und im Ahrtal oder egal wo in Erftstadt, in Stolberg, die überall geholfen haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir vielleicht Kontakt aufnehmt und wir einfach darüber mal reden. Und das, ich möchte euch einfach zeigen, auch hier über Social Media, weil jeder hat seine Art und Weise genutzt, wie er sozusagen in die Katastrophe reingeschlittert ist. Ich eben über meinen Social Media Kanal, dass ich viel Hilfe aktivieren konnte, was dann eben öffentlich ist. Deshalb schaut ihr auch alle zu. Viele haben das im Untergrund gemacht und haben so viel erreicht und so viel aktiviert. Ich würde es gerne irgendwie festhalten, dass das nie in Vergessenheit gerät. Ja, das dazu nochmal zu Bliesheim. Es läuft alles. Am Freitag geht's los. Das Wetter ist nicht gut gemeldet. Tibor hat schon alles organisiert. Essen, warme Getränke. Und wir werden wahrscheinlich eine Maschine auch schon dahinstellen. Den Teleskoplader mit dem Arbeitskorb und mit so einer Greifschaufel. Die steht hier bei den Maschinen, genau. Hier vorne steht die. Wir werden dann alles vorbereiten, dass wir dann wirklich loslegen können und den Menschen helfen. Eine Architektin kommt raus, die macht Messungen im Mauerwerk, wie hoch die Feuchtigkeit ist. Das läuft also an. So, ich sitze ja im Auto. Ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Jülich, weil ich da auch zu einem Fall gerufen werde oder wurde. Es geht um eine Reitanlage, die eben auch hochwassergeschädigt ist und nach 4,5 Monaten immer noch Probleme hat. Ich schaue mir das gleich an. Es kann sein, dass ich dann ein Video mache. Also ich mache nicht alles auf Video, wo ich hinfahre. Ich mache das immer nur im Einverständnis mit den Leuten. Zu 99%, sage ich mal, ist das so, weil wir einfach hier drüber die Hilfe organisieren können. Also ich fahre jetzt Richtung Jülich gleich und dann wird von da mit Sicherheit noch was kommen. Ja, gestern Abend mit Marco, wer es gesehen hat, klasse Gespräch. Das sind für mich diese Herzensgespräche, die mich wirklich interessieren, die ich aufsauge und alles, was mit Natur, Umwelt und mit Tieren zu tun hat, mit Menschen natürlich auch. Finde ich super. Ich werde auch in naher Zukunft noch ganz viele tolle Gesprächspartner, Experten, wirklich Experten zu verschiedenen Bereichen haben und abends dann mal ja, sowas eben bringen. Jetzt in der Vorweihnachtszeit oder in der dunklen Jahreszeit können wir vielleicht alle so zusammen unser Wissen ein bisschen auffrischen und vielleicht kann man auch mal ein anderes Format machen mit mehr Leuten, mal über bestimmte Themenbereiche diskutieren. Ich finde es einfach gut und ich würde mich eben auch freuen, wenn sich vielleicht ja, Leute, die es interessiert oder die wirklich Fachwissen haben, einfach mal sagen, Markus, was hältst du davon? Lass uns da mal drüber reden und die Resonanz war auch wirklich klasse. War auch ein klasse Gespräch. Ich mag lockere Gespräche. Ich mag Gespräche, die verständlich sind. Mir bringt es nichts, wenn einer fachsimpelt, Begriffe verwendet, die keiner von uns versteht. Das bringt uns alle nicht weiter. Deshalb Dankeschön für gestern. So,
Ich fahre jetzt mal los und vielleicht kommt gleich noch was, wo ihr alle wieder mithelfen könnt. Erftstadt, wie gesagt, hat funktioniert. Ich sag mal, das Dream Team hat sich getroffen. Ohne Aufruf sind alle erschienen und einfach Wahnsinn. Super, vielen, vielen Dank. Und auch an alle Helfer in Erftstadt. Das war auch nochmal Thema. Es ist immer so das Problem, man fragt viele Leute, können wir helfen? Und viele Leute sagen, nee, mir geht's gut. Da ist dann meistens ein Schamgefühl mit dabei oder irgendwie. Ich habe von vielen Leuten gehört, die haben dann gesagt, ja, aber mir geht's ja gut, anderen Leuten geht's schlechter. Und dann gehst du bei denen ins Haus und es ist eine Katastrophe. Und dann sagen die, aber andere Leute haben gar kein Haus mehr. Dann wird dann irgendwie so abgewogen von den Menschen. Und dann sage ich mal, Mensch, wir sind doch hier, um zu helfen. Du brauchst jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir dir einen Elektriker besorgen oder irgendwas. Wir sind da, um euch zu helfen. Und wir machen hier keinen Unterschied. Wenn einer ein Haus verloren hat komplett, ist das auch nicht so schlimm, als wenn jemand einen Menschen verloren hat. Aber jeder hat ein Problem und die Probleme können wir lösen. Deshalb sind wir da. Deshalb, wenn sich manche Menschen nicht direkt geöffnet haben, als Hilfe angeboten wurde, es aber jetzt vielleicht machen, weil man vielleicht auch bei mir irgendwie, oder man kennt mich ja mittlerweile, deshalb habe ich vielleicht einen anderen Draht dazu. Bitte, das ist hier kein Konkurrenzkampf und kein Wettkampf oder irgendwas in der Form. Lasst das einfach aus dem Spiel. Wir wollen einfach nur helfen. Und jedem Menschen, dem geholfen wird, ist doch eine super Sache. Und egal auf welche Art und Weise. Das wollte ich nur noch mal sagen. Deshalb, wir sehen uns. Bis dann und bis später. Und wir haben jetzt 10 Grad plus. Die Temperaturänderung hat hier viel Regen mitgebracht. In Grafschaft haben wir erstmal die Baustelle jetzt auch ruhen lassen. Es geht aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann weiter. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Also ich fange jetzt hier mit dem Video mal an. Ich filme jetzt mal kurz hier rüber. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Jülicher Reit- und Fahrverein. Mein Navi hat mich gerade hier irgendwie sehr kurios geschickt. Also wir sind hier in der Nähe von Jülich und in der Nähe von der Inde, habe ich gerade gehört. Nee, von der Ruhr. Von der Ruhr. Ja, schon wieder genau, von der Ruhr. Nicht schlimm. Und was ist hier genau passiert? Also wir sind ja auch dadurch betroffen gewesen, dass die Ruhr genau hier hinter fließt, also keine 50 Meter. Und dann ist es da, wo man das Tor jetzt offen sieht, ist es halt, wie gesagt, komplett runtergekommen. Wir waren komplett betroffen, indem der Stall halt, wie gesagt, überschwemmt war. Ja. Pferde mussten evakuiert werden. Hier hat auch alles unter Wasser gestanden, aber wir sind relativ jetzt wieder trocken. Die Pferde, wo sind die hingekommen dann? Die haben wir in eine umliegende Stelle verteilt. Okay. Wir haben also im Endeffekt, wenn man hier rausfährt, wo sie ungefähr gekommen sind, da haben wir am Parkplatz... Sollen wir uns duzen? Ja, ich bin die Dani. Markus. Genau. Haben wir aufgeladen, da waren LKWs und Anhänger und wir haben, wie gesagt, an jedem Pferd 2 Leute, weil anders war es nicht zu managen. Es ging einfach nicht, weil die haben ja schon 50 Zentimeter im Wasser gestanden, die Pferde. Und dann haben wir die auf den Parkplätzen auf die LKWs und Anhänger verteilt und in umliegende Stelle. Wir sind dann selber auch woanders untergekommen, weil wir kamen ja nicht mehr zurück. Und wir konnten aber am nächsten Tag, Ende nächsten Tag zum Abend hin konnten wir, also den späten Nachmittag konnten wir wenigstens wieder zurück. Dann war das Wasser schon wieder weg? Zum Teil, ja. Zum Teil. Also, ja. Also es war da immer noch zum Teil, aber es war zum Teil abgeflossen, weil es floss, also im Endeffekt hinten ist unser Dressurplatz. Dahinter, wo man da hinten diese ganzen Wiesen sieht und so, da stand das Wasser noch. Aber ja. Hier war halt schon relativ trocken, würde ich einfach sagen. Das ist irgendwie so krass, weil für mich schließt sich wieder so ein Kreis. Bei mir kam mir irgendwie an, Markus, du musst einen Aufruf machen. Die ganzen Reitbetriebe sind am Absaufen. Und dann habe ich gedacht, okay, schreibt bitte alle unter den Aufruf hier, wer einen freien Platz hat. Dann hatte sich, wer hat bei euch geholfen? Das war? Bei uns hat Equitvent geholfen. Ja. Und dann im Grunde genommen habe ich nur einen Aufruf über Facebook und über unsere WhatsApp-Gruppe gestartet. Und es kamen dann wirklich hier aus der Umgebung, aus Titz, aus Linnich, kamen Leute und haben wirklich mit aufgeladen. Das war eine ganz starke Leistung. Ja. Ich habe das nur von außen so ein bisschen mitgekriegt, weil ich ja selber im Stress war. Ja. Ganz starke Leistung. Nochmal vielen Dank an alle, die hier wirklich mitgeholfen haben. Unfassbare Leistung, kann man nur sagen. Ne? Es sind mehrere hundert Pferde ja überall evakuiert worden. Also wir hatten nur 25, sage ich mal ganz böse. Aber wir hatten natürlich auch 2, 3, die nicht auf den Anhänger gingen. Ne? Also die mussten in dieser Situation einfach rauf. Und wir haben da dieses Phänomen wieder gehabt, Schaulustige ohne Ende. Ne? Echt? Ja, einer von den Einstellern, der Mann, war natürlich dann auch noch verletzt, weil Pferd ist auf dem Anhänger rausgelaufen und so Scherze. Aber es ist alles soweit gut gegangen. Er hat jetzt die Hand kaputt. Das
Nur die Hand kaputt, das geht ja. Genau, nur die Hand kaputt. War der zwei. Aber ja, es ist halt einfach, Schaulustige waren schon wieder mal vor Ort. Ne? Aber gut, es ist halt einfach so, das kann man nicht ändern. Aber die Pferde sind alle, wie gesagt, zum Glück, bis auf zwei, die hatten wir dann doch etwas schwieriger daneben. Aber es waren die älteren Schlundverstopfungen und die eine hat das Auge ganz schön entzündet gehabt durch wahrscheinlich einen Schlag oder so einen Anhänger, wenigstens nicht, weil die doch wirklich... unter Stress stand. Ja. Wie können wir euch helfen? Ja. Sollen wir mal irgendwo hingehen, wo man sieht, was das Problem ist? Weil ich bin jetzt hier auch hingefahren, ohne dass ich im Prinzip viel weiß. Ja. Genau. Im Grunde genommen ist das Problem unsere Paddocks. Die haben ja komplett unter Wasser gestanden und wir kriegen die nicht mehr trocken. Und, waren die denn vorher trocken oder waren, ja? Ja. Was ist hier Drainage eingebaut oder ich was? Ich glaube ja. Und also wie gesagt, das hat ja hier gute 80 cm bis einen Meter unter Wasser gestanden. Ist das eine 2060er Halle hier? Ja, die hat auch 40 Zentimeter. Also haben die Paddocks 20 mal 40 Meter, würde ich mal schätzen, ne? Genau, und Führanlage haben wir auch, also wir haben ja keine überdachte Führanlage, aber die hatten wir mit Rindenmulch ausgelegt und das war eigentlich für unsere Bedürfnisse, die läuft zweimal am Tag, ganz gut. War natürlich alles weggespült. Dann haben wir von der Einstallerin, die heizen mit diesem Rindenmulch, dann halt die Paddock bzw. Führanlagen wieder in Gang gesetzt. Bis wir dann zwei Tage später mitbekommen haben, als die Pferde zurück waren, dass der Motor der Führanlage war. Ja. Aber den haben wir neu bestellt. Wie gesagt, den haben wir schon eingebaut, die läuft auch wieder, aber wir können gerne mal gucken, wie der Boden ist. Also ihr braucht neue Hackschnitzel sozusagen, ne? Ja, oder Sand oder irgendwas, was den Boden halt trocken macht. Also ich würde die Firma Reterra fragen, ob die euch einen Sattelzug Hackschnitzel spendieren. Das muss ja ein Hartholz sein, ja, ne? Genau. Für die Paddocks hier 20x40 würde ich euch den Sand sponsern. Allerdings würden wir mal gucken, ob wir vielleicht noch Paddock-Platten kriegen. Ja. Die Firma Ritcon hat ja jetzt schon mal 1000 Quadratmeter gespendet. Was ist mit der Firma Ecora? Ja. Ecoraster? Werde ich mal anfragen. Dann können wir euch nämlich die Paddocks richtig ordentlich machen, dass ihr nie wieder Probleme damit habt. Und das kriegen wir schon alles hin. Ja, ne? Ja, nah am Wasser seid ihr gebaut, ist mein Problem. Nicht nah am Wasser gebaut sein, sonst haben wir die nächste Überschwemmung hier. Ja, weil wir haben es halt alles irgendwie mit Einstallern selber geschwemmt und weil wir eigentlich auch die Hilfe wollten, aber... Wir müssen nur gucken, wir können nur ordentliche Erdarbeiten machen, wenn es abgetrocknet, also wenn es trocken ist, ne? Sonst funktioniert das nicht. Seid ihr versichert gewesen dagegen oder was? Nein, nicht. Der Reitverein, wir haben die ja gepachtet, die Anlage. Der Reitverein ist zwar versichert, aber mit einer sehr hohen Eigenleistung und deswegen übernimmt er. Also ich habe es eben eigentlich falsch gesagt, weil wir sponsern euch den Sand. Alle Leute, die gerade zugucken, 1700 Leute, generieren nämlich Werbeeinnahmen, die hier bei Facebook herkommen. Und die nehmen wir dann einfach und finanzieren euch den Sand dafür. Ja? Das kriegen wir hin. Also 20 mal 40 Meter. Wir brauchen 800 Quadratmeter Paddockplatten. Ich hätte da ein paar Firmen im Kopf. Wenn sie Lust haben, können sie das machen. Ich mache natürlich auch Videos darüber. Und das kriegen wir alles hin. Ja. Ja. Müssen nur gucken, wann. Also, ja, das ist klar. Okay. Habt ihr irgendwelche Auflagen hier vom Amt oder irgendwas? Ich wüsste jetzt keine. Ja. Wie gesagt, also die waren nicht immer ganz trocken, aber das ist in diesem Jahr, ich habe gerade noch mit einer Einstallerin gesprochen, so hat es nicht ausgesehen. Also die Führanlage und so, die ist halt, die muss laufen. Und, ich kann euch ja sagen, wie ich das jetzt machen würde. Ich würde jetzt hier, wir machen ja oft viele Paddocks, ne? viel Paddockbau. Wir würden die Pfähle hier rausnehmen, wir würden die ganze Fläche wie ein Reitplatz bearbeiten mit einem Laserplanierschild, würden euch einen drainagefähigen Schotter unter die Platten machen, die Platten legen, die Platten auffüllen mit Split, Sand drauf, dann habt ihr im Prinzip wie ein Reitplatz das angelegt und das Wasser würde weggehen in den drainagefähigen Schotter. Wir kommen da ein bisschen höher, weil so habt ihr jetzt hier eine Badewanne. Genau. So, das würde ich auch mal erklären, die Paddocks sind zu tief. Das Wasser könnte nie rauslaufen. Das ist aber alles nicht schlimm, das kriegen wir alles hin. Das ist
ganz einfach hier zu lösen. Hackschnitzel probiere ich schnell zu organisieren, dass die Führanlage. Führanlage ist immer wichtig, dass die Pferde Bewegung haben, vor allem in so einer Jahreszeit, wenn die Weidesaison sozusagen vorbei ist. Gerade bei solchen Reitanlagen dann eben wie hier, dass die sozusagen mal in die Führanlage gestellt werden können und einfach, wer rastet, der rostet. Und so ist es. Das ist die Anti-Rost-Anlage hier. Also der Boden ist leider wirklich unterirdisch. Ja. Wir haben dann natürlich versucht, irgendwie zu retten, beziehungsweise noch was drauf zu tun, aber. Ja, das ist. Sieht man ja schon. Dann das ist ziemlich zersetzt und müsste vielleicht mit dem Minibagger erstmal ausgebaggert werden, ne? Das Problem ist hier auch, die Laufspur ist eigentlich zu tief, die müsste höher kommen. Sollten wir mal überlegen, ob wir vielleicht hier auch eine Schotterschicht drunter machen, ne, dass das Wasser sich nach außen orientiert. So, ich denke, das war ein kurzer Termin, hör mal. Habt ihr sonst keine Sachen, die noch anliegen? Ja. Braucht ihr Futter noch, irgendwas? Futter ist immer nett, weil, wie gesagt, also Equitran, Equivent hat wirklich viel geholfen. Das ist wirklich so. Und die helfen immer noch. Also wie gesagt, Futter ist immer nett, freuen wir uns immer drüber. Wie gesagt, Dressurplatz kann man jetzt auch nichts dran machen, der ist natürlich auch betroffen gewesen, so wie die Reithalle. Wir können gleich gerne mal eben in die Reithalle gehen. Wenn wir hier mit dem Laserplanierschild sind, würden wir euch den noch mitplanieren und die Reithalle auch. Ne? Dann das können wir uns jetzt mal angucken. Die Halle ist Berg- und Talfahrt. Berg- und Talfahrt, also wirklich. Wir haben 4 Tage gebraucht, um das Wasser aus der Halle rauszuholen. Also du musst alles zeigen, was hier ist. Jetzt nicht hinterm Berg halten. Ne? Das ist genau das, was ich euch immer sage. Viele Leute genieren sich dann irgendwie und sagen... Also wie gesagt, hier haben man hat von den Wiesen und vom Reitplatz nichts mehr gesehen. Gar nichts. Wir haben hier hinten, hinter diesem Wald, haben wir noch einen kleinen Springplatz. Da haben wir, ich glaube, ein Parcours draufstehen gehabt von 13, 14 Hindernissen. Wir haben nicht mal mehr die Hälfte zurückbehalten können. Es war alles weg. Es ist alles weggeschwommen. Ich fahre gleich mal an den Fluss hier an die Ruhr und an die Inde auch und schaue mir das mal an, weil hier in der Ecke war ich tatsächlich auch noch nicht. Ne? Ja, also wir haben gar nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir so betroffen werden, weil wir haben das gehört und haben gedacht, naja, okay, aber dass das so schnell kam und auch uns so betroffen hat, das hätten wir jetzt nicht erwartet. Also, das war ja dieser kuriose Anruf, den ich hatte, als ich ins Ahrtal unterwegs war mit dem Traktor, wo mich dann die Feuerwehr Düren anrief, wo ich dann im Prinzip alle möglichen Bauern aktivieren soll, die nach Inden fahren, weil Inde und Ruhr hängen ja irgendwie zusammen, glaube ich. Ne? Ja, die Inde läuft in die, ich glaube, entweder läuft die Inde in die Ruhr oder die Ruhr in die Inde. Aber wir hatten ja abends schon die Warnung, dass wenn die Urteilsperren richtig aufgemacht worden wären, dann wäre Jülich auch weg gewesen. Also wir wären abgesoffen, also richtig abgesoffen. Also, das war alles ein ganz schön dünnes Eis, glaube ich, was hier passiert ist. Ne? Ja, also wir können mal reingehen. Ich meine, du weißt selber, du baust Hallen und sowas. Man sieht das hier. Hallo, Tür frei? Ja, man sieht das leider. Ja, die haben wir schnell im Griff. Aber der Sand ist noch okay, würde ich sagen. Ne? Ja, wir haben Bodenproben nehmen lassen. Wie gesagt, die sind alle zum Glück negativ gewesen. Also keine Kontaminierung. Nee, gar nichts. Also der ist relativ trittfest. Ja. Der ist so ein bisschen samtig, sage ich mal. Man sieht da so einen Schlier an den Fingern noch. Der ist an sich schon in sich stabil. Ein guter Sand, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Den machen wir euch einfach gerade und dann ist die Halle auch wieder in Ordnung. Das ist schön. Wie hoch stand denn jetzt hier das Wasser in der Halle? Hier haben wir, sieht man ja. Also es hat bis hier gestanden. Ja. Ja, sieht man das, deswegen ist es auch alles noch grün und so. Wir haben also, wie gesagt, über 4 Tage gebraucht, bis wir hier das Wasser raus haben. Das war, dann mussten wir natürlich auch so ein bisschen Löcher graben, wo diese ganzen Pumpen drin standen und all sowas. Und wir haben mit Besen, mit allem versucht, es hinten rauszuschieben, aber es ging halt nicht. Und deswegen ist es auch nicht mehr gerade. Das ist innerhalb von 2-3 Stunden geregelt. Ich schau mal, weil unser Schild ist in Schweinheim. Das ist ja irgendwie hier Euskirchen, Jülich. Das ist von uns aus gesehen sozusagen die Ecke Richtung, die gleiche Ecke. Ne? Ja. Vielleicht können wir irgendwie nur die Halle vorher schon machen. Können wir mal gucken. Ne? Das ist super, genau. Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon durch. Oder hast du noch irgendwas, was ihr braucht? Mir fällt gerade nichts ein. Führanlage, den Motor ist neu, die läuft. Ja, die läuft auf jeden Fall. Genau.
Die Bande ist noch okay, ne? Ja. Da ist nichts dran. Na dann, würde ich sagen, machen wir es. Ich telefoniere jetzt gleich direkt mit Reterra wegen der Hackschnitzel, aber ich würde euch empfehlen, nochmal einen Kies oder einen stabilen Kies oder eine Schotterschicht drunter, dass die Führanlage höher kommt. Ja. Ne? Okay. Und dann schicke ich euch die Vorschläge zu. Ihr sagt, okay, machen wir so. Genau. Ihr entscheidet immer, was gemacht wird. Das entscheidet nicht ich oder sonst wer. Ihr müsst es. Ja, ein bisschen habe ich. So, dann verabschiede ich mich auch hier mit den tollen Bildern aus einer schönen hellen Halle. Und bis dann. Tschüss. Ja, liebe Freunde, ich stehe gerade an meinem 724 und bin ziemlich sauer, weil der aussieht wie Sau. Das stimmt nicht ganz, weil der einfach perfekt aussieht. Es ist unfassbar, was hier gerade wieder angekommen ist. Und ich kann mich nur bedanken. Also ich bin sowas von geflasht gerade und es ist einfach unfassbar, unglaublich, was hier für eine Arbeit drin steckt, dieses Modell so altern zu lassen. Und ich möchte mich wirklich bedanken. Also ich möchte mich bei allen bedanken. Es ist hier so viel angekommen die letzte Zeit. Da mache ich auch noch ein Video zu mit meiner Frau, weil wir uns einfach mal bedanken wollen bei euch. Heute ist ein Gesteck angekommen zu Weihnachten und so. Aber ich möchte euch auch sagen, wir wissen das alles zu schätzen und wirklich, wirklich vielen, vielen Dank. Aber da könnt ihr wirklich den Menschen im Ahrtal auch noch, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ohne jetzt irgendwie arrogant zu klingen oder irgendwas, aber ihr könnt den Menschen überall noch so viel helfen. Klar freuen wir uns jedes Mal, aber ihr könnt es auch gerne an die Menschen spenden, die eben nicht mehr so ein Zuhause haben, wie wir das hier haben. Ich probiere jetzt mal hier rumzufilmen. Es ist einfach unfassbar, was hier angekommen ist. Es ist auch ein Brief mit dabei. Den würde ich jetzt, ich hoffe, dass das okay ist, vorlesen. Ich habe ganz kurz mal reingelesen, weil, ja, ich weiß nicht, oder ist es zu persönlich? Ich lese es einfach mal vor. Moin Markus, wir duzen dich einfach mal, weil wir es so aus dem Norden gewohnt sind. Um genau zu sein, von der Insel Fehmarn. Wir verfolgen dich seit dem Beginn der Katastrophe. Es ist so unglaublich, was dort passiert ist. Wir hätten so gerne mit angepackt, aber wir betreiben eine Modellwelt, Spielwelt für kleine und große Kids. Da wir nur in Anführungszeichen ein Drei-Mann-Unternehmen sind und Corona uns fast das Genick gebrochen hat, können wir hier nicht weg. Wir haben aber fleißig Geld gespendet und schicken demnächst noch ein kleines Paket in Richtung Ahrweiler. Nun zu unserem eigentlichen Anliegen. Was du und viele andere fleißigen Helfer im Ahrtal leisten, ist unglaublich. Man kann es nicht in Worte fassen. Wir sind teilweise so sprachlos, was wir für Bilder, Videos aus dem Ahrtal von dir gesehen haben. Es ist so toll, was du dort alles in die Wege geleitet hast. Ja, du sagst sehr oft, ohne die anderen Helfer wäre das nicht möglich. Aber wir sagen, dank dir sind die freiwilligen Helfer dort. Dank dir wurde Deutschland aufmerksam. Dank dir werden die Menschen dort nicht vergessen. Dank dir wird die Politik etwas wach. In Klammern leider viel zu wenig. Genau deswegen möchten wir dir deine Karre in Miniform schenken. Diese Modelle gibt es so nicht im Kauf. Wir haben sie neben der Arbeit, in Klammern nach Feierabend, mit zwei sehr guten Freunden, in Klammern Michel und Matthias, gebaut. Diese Zeit dort wird dich dein Leben lang begleiten. Daher das kleine Andenken. Wir hoffen, dass du die schlechten Momente und Bilder schnell vergisst und dich an die
an den schönen Momenten hochziehst. Es ist unfassbar stark von dir, was du geleistet hast. Du kannst verdammt stolz auf dich sein. Wir kennen dich nicht persönlich, aber es kommt einem so vor und du scheinst ein sehr guter Mensch zu sein, der gut in die Welt passt. Bleib so, wie du bist. Viele Grüße, Dirk und Ulf. PS, falls du mal auf Fehmarn Urlaub machen solltest, komm unbedingt bei Farmworld Fehmarn vorbei. Wir haben eine landwirtschaftliche Modellwelt selbst gebaut und würden dir gerne einen Kaffee ausgeben. Also ich sage euch hiermit zu, wenn wir nach Fehmarn kommen, komme ich selbstverständlich vorbei. Und ich kann nur Danke sagen. Also vielen, vielen Dank. Das ist wirklich was, was mich schwer beeindruckt. Und wie gesagt, ich möchte mich auch bei allen anderen bedanken, die uns was zugeschickt haben. Und einfach danke. Vielen Dank. Und damit beende ich auch das Video und genieße den Anblick, während ich vielleicht noch ein bisschen Flügel spiele. Danke. Also das, ich bin echt schwer beeindruckt und habe damit nicht gerechnet.